Michel, und fürs heutige Tutorial, fürs heutige Gitarren-Tutorial habe ich mir den Song von Drain, Angel in Blue Jeans, mal genauer angehört. Ja, der Song besteht grob aus vier verschiedenen Teilen und dementsprechend auch vier etwas unterschiedlichen Rhythmen. Ja, und da würde ich einfach sagen, legen wir mal los. Gut, am Anfang gleich, ich habe einen Carbo-Duster im fünften Bund. Der Carbo-Duster ist für mich gleichzeitig in der Notation Bund 0. Das heißt, wenn ich jetzt einen E-Moll-Griff greife, ja, von der Griffform, ist es für mich auch ein E-Moll und nicht, was es klanglich wirklich ist, ein A-Moll. Geht nur darum, damit wir so ein bisschen die Übersicht behalten und ja, alles ein bisschen gleich, leichter zum Erklären ist. Heißt logischerweise auch, wenn ich jetzt zum Beispiel hier greife, auf der G-Seite zum Beispiel im siebten Bund, ist es nicht der siebte Bund, sondern für mich der zweite Bund, weil es der zweite Bund nach dem Carbo-Duster ist. Also Carbo-Duster ist Bund 0. Okay, legen wir los. Für die Strophe und fürs Intro, oder für alle Strophen und für das Intro, brauchen wir die Akkorde E-Moll, G, D und A7. Ja, das sind unsere Akkorde, die wir brauchen. Und der Rhythmus sieht so aus, ich spiele es einmal vor. Okay, funktioniert immer so. Ich spiele mit dem Daumen die, also erstmal E-Moll gegriffen und dann spiele ich mit dem Daumen die D-W-Seite. Und mit Zeigefinger zupfe ich die G und mit dem Mittelfinger die B-Seite an. Immer abwechselnd. 1 und 2 und 3 und 4 und auf ZZ4 und gehe ich auf den zweiten Bund von der tiefen E-Seite. Zweiter Bund nach dem Carbo-Duster. Als Übergang zum G-Akkord. Der G-Akkord funktioniert so, der kleine Finger liegt hier im dritten Bund nach dem Carbo-Duster auf der B-Seite. Also nicht ganz unten, sondern auf der B-Seite, weil wir auch den Akkord nur bis dahin anschlagen. Und da haben wir denselben Rhythmus. Daumen, dann die zwei Finger auf G und B-Seite. 1 und 2 und 3 und. Und auf ZZ4 spielen wir die zwei Noten nicht mehr gleichzeitig, sondern wir spielen sie arbitriert nacheinander. Ja? So, 2 und 3 und 4 E und. Gezählt wird es als E und, sind dann 2 Sechzehntel und wieder eine Achtel. Heißt die ersten zwei Akkorde. 1 und 2 und 3 und 4 und 1 und 2 und 3 und 4 E und. Jetzt gehe ich auf den D-Dur-Akkord. Daumen spielt die D-Seite, Zeigefinger spielt die G-Seite. 1 und 2 und 3 und 4 und. Und A7-Akkord. Daumen immer noch auf der D-Seite. 1, Zeigefinger auf der G. Daumen. Bitte auf der D-Seite und jetzt spiele ich wieder mit Mittelfinger auf der B-Seite und mit Zeigefinger auf der G-Seite. Also wieder arpeggiert. 1 und 2 E und 3 und 4 E und. Der A7-Akkord. Ganzer Rhythmus. Okay, so, das ist die Strophe, zumindest die erste Strophe und später wird noch eine Strophe so gespielt. Jetzt kommen wir zur Bridge. In der Bridge werden die Akkorde nur so gelegt, da brauchen wir dazu jeweils jeder Akkord einen Takt, einen C-Akkord, einen G-Akkord, einen D-Dur-Akkord, einen E-Moll-Akkord, dann geht es wieder los mit C, G, A-Moll. Und jetzt kommt ein B-Akkord, ich greife den jetzt mal so, wie ihn der Gitarrist auch live greift. Ich nehme einfach meinen Zeigefinger, lege ihn in den zweiten Bund nach dem Carbo-Duster auf die A-Seite und lege meinen Ringfinger im vierten Bund nach dem Carbo-Duster auf die D, auf die G und auf die B-Seite. Ihr könnt natürlich auch die Finger einzeln untereinander legen. Ja, ich finde es so einfach. Einfach. Heißt die ganze Bridge. Da 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 da
Müsst ihr mal hinhören, der ein oder andere Akkord wird so ein bisschen nacheinander durchgeschlagen oder so. Ja, wird ja auch mit zwei Gitarren. Da gibt es auch eine zweite Gitarre, die man so ein bisschen Melodie reinlegt. Ja, und ab da geht's jetzt richtig in den Groove rein. Da kommt zuerst nochmal der Refrain, das ist diese Melodie da immer. Und beim ersten Mal ist es noch ein bisschen anders vom Rhythmus. Die Akkorde erstmal ganz kurz, das ist ein E-Moll, ein G-Dur-Akkord, ein D-Dur-Akkord und ein C-Dur. Also E-Moll, G, D, C, jeder Akkord im ganzen Takt. Unser Rhythmus geht 1 und dann spiele ich also Abschlag, Abschlag und dann mache ich 2 Dead Notes, 2 E und auf ZZ und den Abschlag spiele ich wieder einen Akkord. Also 1 und 2 E und. Ja, so, beim allerersten Mal ist die Akkordfolge nur ein einziges Mal und am Schluss wird der C-Dur-Akkord einfach doppelt so lang gespielt. So, und jetzt geht's über den E-Moll-Akkord in einen neuen Groove, einfach 2, 3 und 3 und 4 und. Und der ist eigentlich ziemlich easy, wir spielen immer auf ZZ 1, 2, 3, 4, eine Dead Note auf ZZ und einfach, lass mal den Akkord klingen. Ich spiele alles mit Abschlägen. 1, 2, 3, 4. Ja, und da kommen, glaube ich, nochmal zwei Takte. Diese E-Moll. Und dann geht es wieder ganz normal in die Strophe rein. Nur mit diesem Groove jetzt immer. Also das heißt, wir haben jetzt die Strophe wieder mit E-Moll, G, D, A7. Geht 1, 2, 3, 4. Läuft dann genauso in diesen Groove mit den Akkorden C, G, D, E-Moll, C, G, A-Moll, B. Und jetzt kommt wieder der Refrain, wow, und so weiter. Auch selbe Groove, bleibt alles jetzt immer dasselbe. Ein E-Moll. So. Ja, bis dahin alles läuft dann so durch. Danach geht's in einen, ich nenne es Interlude, so einen Zwischenteil. Der Groove bleibt derselbe. Wir haben nur neue Akkorde. Das heißt, wir spielen ein D. Ein A-Moll, C, E-Moll und dann geht's wieder D, A-Moll, C und jetzt kommt am Schluss einfach nur ein B. Ja? Ja, und dann geht's glaube ich nochmal in die Strophe. Die wird aber wieder gezupft, wie am Anfang, und am Schluss einfach nur noch der Refrain. Und das letzte ist dann so eine kleine Melodie. Und E-Moll. Die Melodie funktioniert so, einfach dann die leere G-Seite, dann nach dem Cabo, das da im vierten Bund auf der D-Seite, im zweiten Bund auf der D-Seite, leere D-Seite und am Schluss E-Moll. Ja, das waren eigentlich schon alle Teile. Wenn du diese einzelnen Teile alle mal durchgeübt hast, kannst du auf jeden Fall damit wunderbar diesen Song spielen. Ja, ich wünsche dir viel Erfolg und viel Spaß damit und würde mich freuen, wenn es dir gefallen hat, Daumen nach oben, teilen, abonnieren und so weiter. Ja, ihr kennt das ja alles. Okay, dann wünsche ich dir viel Spaß damit und wir sehen uns dann im nächsten Gitarren-Tutorial, in der nächsten Gitarren-Lesson und so weiter. Was hat so gemacht hier? Okay, bis dahin. Ciao, sagt der Michel.